Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist wieder Kakerlaken-Party-Zeit, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die komplette Zusammenfassung aus der letzten Woche. Also alle Telefongespräche zusammengefasst, ohne mein Gelaber dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Hallo? Hallo, schönen Tag. Spreche ich gerade mit Loris Knusprig? Knusprig, meinen Sie? Ja, Entschuldigung. Das ist ein bisschen schwer, zu sagen. So, Herr Knusprig, ich bin hier. Knusprig. Also, Sie haben Doppel, ja? Ja, ich habe einen Doppelnamen. Ich habe geheiratet. Meine Frau Rosi, die heißt Knusprig und ich hieß Knusprig und deswegen haben wir beide unsere Namen behalten wollen und jetzt heißen wir Knusprig. Toll und sehr lustig ein bisschen. So, Herr Knusprig. Ich bin Kevin Schmidt, ja. Sie haben gestern mit unserer Kollegin Frau Nomi gesprochen über Kryptowährung und Finanzmarkt. Stimmt es? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, über Kryptowährung und Finanzmarkt. Erinnern Sie das? Das war gestern. Ja, kann sein. Ja. So, hat Ihnen Frau Nomi erzählt über unser automatisches System und manuell, oder? Was? Hat unser Frau Nomik erzählt Ihnen über unser automatisches manuelles System, über unsere Arbeit, mit welchem können Sie Geld verdienen? Nee. Also, haben Sie im Moment Zeit, das zu hören? Ja. So, Knusprig. Ich erzähle Ihnen erstens über Kryptoarbitrage und Finanzmarkt. Dazu Sie können, so wie gesagt, ein Bild haben, wie es funktioniert Ihnen gemeinsam. Und dann über unsere zwei Systeme, es ist manuell oder automatisch. Oder Sie haben einige erfahren und wissen, wie es arbeitet. Hallo? Ja, hallo? Ja, haben Sie mir gehört? Ja. So, haben Sie einige Erfahrung in solchen Bereichen? Oder Sie sind ganz neue Person? Nee. Sie sind ganz neue, ja? Ja. Okay, dann Knusprig. Ich erzähle erstens über Finanzmarkt und Kryptoarbitrage, wie es funktioniert. Dazu, so wie gesagt, Sie werden beim Augen ein Bild haben, wie es arbeitet. Und danach über unsere zwei Systeme von Arbeit, manuell und automatisch, okay? Ja. Okay, dann über Finanzmarkt. Es existiert seit langer Zeit und in Wahrheit ist eine sehr gute Sache und können Sie gute Geld verdienen. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass Finanzmarkt hängt von verschiedenen Nachrichten. Zum Beispiel, wissen Sie solche Personen wie Elon Musk, der hat ein elektronisches Auto wie Tesla gebaut? Hallo? Ja, hallo? So, wissen Sie solche Personen, oder? Ja. So, ein Mann, Elon Musk, nicht so lange Zeit vorher, hat für Finanzmarkt eine Nachricht gegeben, dass bald er will sein persönliches Internet bauen, der wird ohne Problem im Wald arbeiten. Es ist Stalin. Und mit solcher Nachricht kommt auf Finanzmarkt die Aktionen. Und am Anfang die Aktionen kosten vor $30 per Eins. Dann, nach zwei Monaten, dieser Internet kommt im Verkauf und zu viele Menschen anfangen es zu kaufen und das Preis erhöht bis $320 per Ei. So, mit solcher Nachricht könnten Sie für verdienen. Ja? Jetzt über Kryptoarbitrage. Kryptoarbitrage hängt auch ein bisschen von Nachrichten, aber die wichtigste Rolle spielen verschiedene Werbungen. Zum Beispiel nehmen wir noch einmal Elon Musk. Ja? Einmal, Elon Musk hat gekauft Kryptowährungen, die waren nicht so populär, weil das hat $1 Milliard. Aber bei 1 kostet es $0.2. So, nie so viel, aber er hat zu viel es gekauft. Danach, er hat so einen Post gemacht in solchen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram, dass bald diese Kryptowährung wird sehr, sehr populär und die Menschen können hier gute Geld verdienen. Die Menschen wissen, dass er ist nicht nur eine Person ist, sondern die einzige Person in der Welt und anfangen zusammen mit ihm es zu kaufen. Und als zu viele Menschen anfangen es zu kaufen, die Popularisation für solche Kryptowährungen hat erreicht und der Preis hat erreicht auch bis $1.4. Danach waren es, als es erreicht solche Preis, Elon Musk hat alles verkauft und verdient. Und einige Menschen haben mit ihm alles verkauft und verdient. So, Herr Knusprig, jetzt, Sie haben beim Augen so ein Bild, wie gesagt, wie es funktioniert. Stimmt das? Ja. So, jetzt über unsere Variante von Arbeit. Es ist manuell
und automatisch. Manuell bedeutet, dass Sie können Ihr persönlicher Finanzberater haben, der wird in Verbindung mit Ihnen 24 Stunden. So zusammen, Sie werden studieren, wie funktioniert Finanzmarkt konkret, wie zu handeln und mit welchen Aktionen ist es besser zu arbeiten und was ist besser nicht zu kaufen. Aber natürlich, um alles das zu studieren, brauchen Sie einige Zeit und Sie können Ihre persönliche Arbeit haben, so keine Zeit dafür. Für solche Kunden, die keine Zeit haben, geben wir unser automatisches System, so nennt Roboter. Dieser Roboter zum Beispiel kauft eine Kryptowährung auf 1,2 für billiger Preis und nach einiger kurzer Zeit verkauft auf anderer Plattform für teurer Preis. Dazu bekommen Sie die Share Profit direkt auf Ihrem Handelskonto. Und zum Schluss, was Ihr Handelskonto? Ihr Handelskonto funktioniert gleich wie Kreditkarte, aber persönlich für mich ein bisschen besser, weil erstens mit Ihrer Kreditkarte Sie verdienen nicht, ja? Mit unserem Handelskonto Sie verdienen jeden Tag. Und zweitens dafür, dass mit Ihrer Kreditkarte um mehr Geld zu bekommen, brauchen Sie zum Bank gehen oder einen Automat finden, dann können Sie es ganz, ganz einfach bekommen. Alles, was Sie brauchen bei uns, ist Computer oder Handy und Internet nicht mehr. So, Sie kommen auf unsere Webseite, öffnen Ihr persönliches Handelskonto und dort gibt es zwei Daten, als Einzahlung und Auszahlung. Und Sie können klicken es einfach in jedem Moment, wann Sie wollen. So, Herr Knusswerk, wenn Sie haben einige Fragen, Sie können mir gerne stellen, ich einfach antworte Ihnen. Wenn nein, dann kann ich Ihnen über unseren Betrag erzählen. Ja. So, Sie haben keine Frage, ja? Ja. Dann über unsere Betrag. Ja, natürlich, Sie können anfangen von Betrag, welchen Sie wollen. Ja, es kann 10.000 sein und mehr. Aber für neue Kunden, die keine Erfahrung haben, hatte ich Anfangen von kleinigen Betragen, dazu alles bei Augen sehen, wie es arbeitet und wenn alles passiert, Ihnen können Sie mehr später einzahlen, um mehr zu verdienen. So, es gibt für neue Kunden die Beträge als 250 Euro, 500 Euro und 1.000 Euro. Ich erzähle Ihnen den Unterschied zwischen solchen Beträgen. Zum Beispiel, mit Betrag 250 Euro können Sie pro Tag verdienen von 7 bis 14 Euro. Mit Betrag 500 Euro werden Sie verdienen pro Tag von 14 bis 28 Euro. Trotzdem werden Sie mehr Service haben. Und außerdem werden Sie haben einen Bonus für unser Handelskonto auf Ihr Handelskonto als 100 Euro. Dazu mit großem Betrag ist es besser zu arbeiten. Aber dieses Geld, dieser Bonus, 100 Euro, wird immer bleiben auf Ihrem Handelskonto. Und mit Betrag 1.000 Euro werden Sie pro Tag verdienen von 24 Euro bis 48 Euro. Auch wenn Sie mehr Service haben, die können Sie alle benutzen. Und außerdem ein Bonus auf Ihr Handelskonto als 200 Euro. So, welcher Betrag passiert Ihnen am besten dann? Welcher ist denn da am besten? Ja, welcher Betrag? Ja, welcher ist denn da am besten? Nochmal? Technostrecknusse. Hallo? Hallo? Ja, welchen Betrag wählen Sie? 250, 500 oder 1.000? Ja, welcher Betrag ist denn da am besten? Am besten, ich glaube, ist am größten. Und mit großem Betrag können Sie mehr verdienen. So, Sie wollen mit 1.000 anfangen, stimmt das? Ja, das klingt ganz billig. Okay. Wenn es klingt ganz billig, ja, natürlich, Herr Knusprig, Sie können anfangen von mehr. Ja. Zu verdienen. So, wie viel, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Ja, das, was Sie gesagt haben. 1.000, ja? Hm. Okay, wunderbar. So, Fitness. Ich brauche über Sie eine folgende Information, erstens, ich muss sicher sein, dass Sie sind 18 Jahre alt, dass ich arbeite nicht mit einem Kind. So, können Sie mir bitte sagen, wie alt sind Sie denn? 29. 29. Was sind Sie von Beruf? Was ich von Beruf bin? Ja. Da bin ich Kaugummiabkratzer. Nochmal Kaugummi-Karte. Genau. Haben Sie Kreditkarte? Ja. Visa oder Master? Ja. Visa oder Master? Ja. Was ja? Visa oder Master haben Sie? Ja. Technik-Mix-Mix-Mix. Spielen Sie mit mir, oder? Nee. So, können Sie mir bitte sagen, welche Karte haben Sie? Visa oder Master-Karte? Ja, habe ich.
Ja, Sie haben eine Karte, aber Sie haben eine Kreditkarte als Visa oder als Mastercard? Ja, die habe ich. Sie haben Visa und Master, beides. Mhm, ja? Genau. Also, okay. So, okay, knusprig. Ich brauche folgende Informationen, um diese Transaktion zu machen von meiner Seite. Und Sie werden es nun bestätigen durch Ihr Online-Banking oder beim SMS dann, wie immer Sie bestätigen die Einkäufe. So, um diese Transaktion zu machen, brauche ich folgende Informationen. Es ist Ihr Kartennummer, Ablaufdatum, Seite in der Rückseite, auch Geburtstagsdatum, Postleitzahlcode und auch Ihre Straße. Können Sie mir bitte sagen? Ja, da muss ich gleich mal nachsuchen. Wie lange gibt's denn Ihre Firma schon? Unsere Firma existiert seit 8 Jahren und wir halten den 2. Platz im ganzen Europa. Wenn Sie möchten, ich empfehle Ihnen warum. Ja. Als unser zum Beispiel Automatiksystem ist ganz anders wie bei anderen Firmen, ja? Erstens, unser automatisches System arbeitet nicht mit ESA-Betrag, aber nur mit 10% von Ihrem Betrag. Ja, aber Sie wissen, dass 10% von Ihrem Betrag für Finanzmarkt oder Kryptoarbitrage ist gar nicht das Geld. Ja, aber wie macht diese Roboter, dieses automatische System? Es nimmt 10% von Ihrer Seite und 10% von anderen Kunden. So, und zusammenhang haben Sie einen großen Betrag, mit welchem können Sie arbeiten und werden Sie immer verdienen. Und zweitens, Sie minimalisieren bei solchen Varianten des Arbeits das Risiko fast zum Null. Darum, wir halten den 2. Platz in ganz Europa. So, okay. Herr Knusprig, können Sie mir bitte jetzt gerade Nummer geben und den Platz lassen? Ja, ich tue es gleich. In welcher Stadt sitzen Sie denn? Ja, wir haben verschiedene Filialen. Das ist erstens in Wien, in Leopoldstraße, das ist Leopold City Center, Sie können uns ganz einfach besuchen, wenn Sie es möchten. Auch wir haben Filiale in Österreich, auch bald wie bei uns ein Filial in Deutschland, in Berlin. Die können Sie, glaube ich, in der Nähe 2 Monaten besuchen. Und auch, wir haben ein Filial in Poland. So, Knusprig, ich warte dann auf Ihre Karte. Sagen Sie mir bitte, wann werden Sie fertig, okay? Ja, was steht denn alles auf dem Vertrag drauf? Können Sie mir da mal die AGBs durchlesen? Sie brauchen einen Vertrag, ja? Ja. Okay, Knusprig, ganz einfach, ich kann Ihnen es schicken, aber Sie wissen, Sie bekommen einen Vertrag, ja, wann Sie machen etwas, ja, wann Sie einzahlen. Aber bei uns, Sie hat noch nicht einzahlt. So, Sie sind noch nicht als unser Kunde, ja? Darum, erstens, wir müssen eine Transaktion machen. Ich kann Ihnen ganz einfach unsere Webseite schicken. Sie werden es besuchen und alles Informationen dort lesen. Ja, aber wenn was ist denn mit dem Vertrag? Ja, natürlich. Unser Vertrag wird bei uns, wenn Sie werden Einzahlung gemacht. Natürlich, zum Beispiel, wenn Sie kaufen ein Auto, ja? Sie erstens bezahlen, dann Sie bekommen das Dokument für diese Auto. Nee, man bekommt ja immer zuerst den Kaufvertrag und wenn man den dann unterschrieben hat, dann bekommt man das Auto, nicht andersrum. Nein, zum Beispiel, Sie wollten ein Auto kaufen, ja? Ja. Sie kommen mit Ihrem Geld zum Beispiel Autohof, ja? Sie erstens bezahlen das Geld und dann Sie schreiben das Dokument, dass Sie bekommen diese. Nee, das ist falsch. Ich habe gekauft ein Auto in den letzten 2 Wochen. Ja, aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Man bekommt erst den Vertrag und dann gibt man das Geld, nicht andersrum. Knusprig. Alles Informationen, die Sie brauchen, können Sie finden bei unserer Webseite. Ich kann Ihnen ganz einfach einen Link schicken. Sie werden es überprüfen. Ja, aber erst möchte ich den Vertrag und dann zahle ich das Geld ein. Okay. So, Knusprig, dann haben Sie in diese Nummer WhatsApp oder besser ist es per E-Mail schicken? Ihren Vertrag, den schickt man ja per E-Mail oder besser per Post. Okay, dann schicke ich Ihnen es per E-Mail und wir können weiter sprechen, aber das wird nur ein Beispiel von Vertrag. Nee, dann nicht. Ich will, wenn denn richtig, den Vertrag, ansonsten nein. Also, Sie wollten einen Vertrag haben auf Ihren Namen, stimmt das? Genau, erst den Vertrag und dann das Geld.
Okay, aber in diesem Vertrag, dann ich schreibe, dass Sie haben noch nicht bezahlt. Und Das wann ist nicht werden so Sie es egal. bezahlen? Schicke ich Ihnen einen neuen Vertrag. Mit Nee. welchem werden Sie es bezahlen? Nee. Okay? Nein. Warum nie? Ja, Warum weil nie? wir Ich erst den muss den Tisch haben. Kaufvertrag machen und dann gebe ich Ihnen das Geld. Und dazu möchte ich erst den unterschriebenen Originalvertrag. Okay, aber in diesem Vertrag wird es stehen, dass nach Ihrer Unterschreibung dann, wenn Sie das Geld bezahlen, müssen Sie das machen. Ja, Versteht das das ist so? ja richtig. Wunderbar, wunderbar. Dann bis morgen, ich glaube. Tschüss. Schönen Tag. Aha, ja gut, dann halt reden wir halt nicht weiter über den Vertrag. Nein, nein, Herr Knusprig, ich schicke Ihnen durch E-Mail. Ja, natürlich kann ich nicht gerade es machen. Also das dauert ein bisschen Zeit, 10 Minuten, ja? Ja. Ich glaube, in einer Stunde werden Sie Ihren Vertrag bekommen. Sie können das unterschreiben und schicken mir zu, ja? Wenn Sie es möchten, wenn Sie es brauchen. Ja, an welche E-Mail-Adresse schicken Sie das denn? Auf gerald.hubschrauber@mdssfun.de. Stimmt das? Nee, MDCC, nicht SS. Ja, MDCC, Entschuldigung. Ja. Von Punkte. Okay, ich schicke dorthin ein E-Mail mit Vertrag und dann können, ich glaube, wir weiter morgen sprechen. Um wie viel Zeit werden Sie, um wie viel Uhr werden Sie Zeit haben Ja, für unser wenn Sie Besprechen? sagen, Sie schicken den Vertrag in 10 Minuten zu, dann können Sie ja in einer Stunde wieder anrufen. Okay, passiert es. Tschüss, bis bald. Ja, bis nachher. Ja, grüß Gott. Wenn ich ihn sehe. Mein Name ist Ivo Taube von Firma GFX Capital. Bei mir steht, dass Sie haben bei unserer Finanzplattform ein Handelskonto registriert und interessiert, Geld online zu verdienen. Habe ich da jetzt schon Gewinn? Ist das richtig? Nochmal bitte? Habe ich da jetzt schon Gewinn? Nein, nein. Nicht? Sie haben nur eine Werbung angeschaut und einfach Ihre Kontaktdaten hintergelassen. Ach so, ich dachte, das ist wie beim Küssen. Einmal angeleckt ist man schwanger. Also nicht alles so einfach, ein bisschen komplizierter. Ja. Erstmal geht es über die Investitionen. Kompliziert ist immer gut. Ich mag kompliziert. Ja, ja. Ein bisschen komplizierter. Es geht über Investitionen. Wenn Sie etwas investieren, haben Sie die Möglichkeit, mit automatisiertem Programm Geld zu verdienen. Ja. Also wenn Sie mehr wissen möchten, kann ich natürlich Ihnen erklären. Ja. Also wie ich verstanden habe, haben Sie in Werbung über Kryptowährungen angeschaut, ja? Und die Möglichkeit, mit automatischem Programm Geld verdienen. Ja, genau. Okay. So, bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie mit uns arbeiten können, entweder mit Finanzberater oder ganz automatisch. Auf Ja. jeden Fall hier verdienen Sie auf Kursveränderung von verschiedenen Finanzvermögen, zum Beispiel von Bitcoins. Entschuldigung, darf ich Sie fragen? Bei mir steht hier Lola Lips. Lola Lips, dieser Konto. Das ist, wie ist Ihr Name? Entschuldigung. Ich sehe, dass Sie sind keine Lola Lips. Lola Lips. Lola Lippi. Lola Lippi. Lola Lips. Ach so, ja, dann sind Sie bei mir falsch. Ja, genau. Die Nummer habe ich. Die Nummer existiert, aber die Name, ich wüsste den Name. Ja, dann sind Sie ja bei mir falsch. Soll ich mal die Lola Lips holen? Und wie ist Ihr Name? Entschuldigung. Ja, das geht Sie ja dann nichts an. Nochmal bitte? Genau. Was genau? Ja. Ich habe gefragt, wie ist Ihr Name? Ja, ich habe gefragt, ob ich denn Lilly holen soll. Also okay, dann frage ich Sie einfach. Haben Sie sich gestern Interesse gezeigt bei unserer Finanzplattform registriert? Nee, ich nicht, nee. Nochmal bitte? Ich nicht, nein. Sie sind nicht, nein? Ja. Genau. Und dafür dann, woher habe ich Ihre Nummer? Hier. Und Sie fragen mich, wie das alles funktioniert? Ja. Weiß ich nicht. Sie sagen, Sie wollen ja auch nichts von mir. Sie sind ja falsch bei mir. Ist ja richtig. Also ich meine bei Ihnen, erkläre Ihnen über Finanzmärkte. Und Sie sagen, das ist interessant für Sie. Und jetzt natürlich soll ich wissen, mit wem spreche ich. Weil bei mir steht Lola Lips. Ja, und ich habe gefragt, ob ich denn holen soll oder nicht. Nochmal bitte? Ja, genau. Mensch, mit Intelligenz ist ja auch nur so halbwegs, ne? Das
ausreichend intelligent sein. Ich habe sie gefragt, wie ist der Name? Wenn sie weiter arbeiten möchten, soll ich wissen. Wenn nicht, dann lege ich einfach auf. Ja, habe ich ja jetzt mehrfach erzählt. Aber du scheinst ja da irgendwas in deinem Oberstübchen nicht richtig zu haben, um das auch nur ansatzweise zu verstehen, was ich sage. Ist halt keine Intelligenz vorhanden. Das ist halt so, wenn man als Betrüger versucht, die Leute zu bescheißen. Ich muss nicht verstehen, ich muss nicht alles verstehen, was sie mir sagen. Ich habe doch schon gesagt, ist der Name. Wenn sie weiterarbeiten möchten, sollen sie mir sagen. Wenn ja, nicht, da fehlt es aber halt einfach an Intelligenz. Die ist halt nicht vorhanden, ne? Es spielt keine Rolle, Intelligenz. Sie sind nicht so intelligent, wenn sie mir nicht antworten direkt. Wenn sie kein Interesse haben, können sie mir direkt sagen. Weil ich habe nicht so viel Zeit, mit ihnen einfach zu sprechen. Also, verstehen Sie das? Also, können sie intelligent sein und dann Arbeit finden. Dann können sie intelligent sein. Okay. Und nicht mit anderen Menschen sprechen, ja? Ja, also... Ja, finden sie mit der Arbeit. Sind sie jetzt ein knatziger Betrüger? Betrüger? Sie sind nicht Betrüger. Sie lassen Ihre Kontodaten überall. Nee. Und dann sprechen Sie etwas. Sagen Sie irgendwas, das ist ne. Was ist ne? Ich bin sicher, habe ich ja erklärt, aber du bist ja zu blöd, das zu verstehen. Das geht ja in deine kleine Denkmurmel nicht rein. Schauen Sie mal, ich spreche mit einem Arschloch. Ja, der macht Spaß, der hat keine Arbeit. Genau, ich weiß, dass du ein Arschloch bist. Er hat keine Arbeit und er spricht die ganze Zeit mit jemandem. Ja, und er macht dann genau, und weil du keine Arbeit hast, machst du so einen ekelhaften Job und bescheißt die Leute. Das ist dir das nicht peinlich? Schämst du dich manchmal vor deinen Eltern? Also schauen Sie mal, Herr Arschloch. Ich habe mal eine Frage, ist deine Mutter auch eine Freudenhausangestellte? Herr Arschloch. Ja, deine Mutter ist also eine Freudenhausangestellte. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, du bist nicht so intelligent. Nee, aber ich bin intelligenter als du, weil letztendlich muss ich nicht so einen armseligen Job machen wie du. Das ist ja peinlich, was du da machst. Schämst du dich da manchmal für deine Arbeit oder bist du da stolz drauf, dass du die löst? Ja? Schämst du dich manchmal? Alles, was du ist deutsch, aber das ist nicht so intelligent. Schämst du dich manchmal? Ja. Alles, was du hast im Leben gemacht, was du hast in deinem Leben gemacht, ist durchgelernt, ja? Ja. Schön. Das hast du aber schön auswendig gelernt. Ja, du bist so stolz, dass du kennst Deutsch. Ja. Oh. Mhm. Na, immerhin bin ich nicht so ein komisches Vieh, was die Leute abzockt. Sehr gut, das ist das Einzige, was hast du in deinem Leben gemacht. Außer dir hören. Genau. Das ist aber nett von dir. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Das spricht Adam Kramaric und Herr Lieb. Ja. Sie interessieren sich für zusätzliches Einkommen auf den Finanzmarkt, stimmt das? Ja. Sie haben vor ein paar Tagen Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen. Stimmt das? Ja. Stimmt das? Vielleicht, weiß ich nicht. Da spricht Adam Kramaric, ich bin Account Manager von Firma GTX Capital. Toll. Und Sie haben vor ein paar Tagen Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen. Aha. Und ich bin Manager, dabei Ihr Account Manager. Ich also Callcenter-Mitarbeiter, ja. Wie bitte? Das Wort Account Manager heißt der Callcenter-Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. So, darf ich sagen, haben Sie schon vielleicht Erfahrung in diesem Bereich auf dem Finanzmarkt oder noch nicht? Als Callcenter-Mitarbeiter noch nicht, nein. Okay. Darf ich fragen, möchten Sie mit Kryptowährungen arbeiten oder mit Aktien? Weiß ich noch nicht, was ist denn da hübscher? Wie bitte? Ja, was ist denn da entzückender? So, wir benutzen ganz modernes automatisches System. Aha. Und haben Sie schon über Handelsboot gehört oder noch nicht? Handelsboot, ja, das da kommen doch die Öltanker mit dem Benzin und so. Ups, das war zu viel Milchpulver. Ja. So, und ich erkläre ganz kurz über unser neues Handelsboot. Er führt für Sie alles Prozess automatisch. Aha. Er sucht für Sie ganz verschiedene Kryptowährungen und Aktien zum günstigen Preis. Das Handelsboot, das transportiert dann Kryptogeld oder wie? Ja, Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen, ganz verschiedene. Ja, entzückend. Und wie gesagt, zum billiger kaufen, zum teurer verkaufen und die Differenz der Gewinn. Ja. Sie können monatlich von 15-20% von Ihrer Investieren verdienen. Das ist eine schöne Garantie, was können Sie bekommen von unserer Firma. Ja. Okay. Mit welcher am besten möchten Sie arbeiten? Mit Krypto oder mit Aktien? Weiß ich nicht. Okay,
wie gesagt, alles läuft automatisch. Der Robot sucht für sie ganz verschiedene Krypto und Aktien. Und sie sollen nur Finanzinstrumente wählen, mit welchen möchten sie arbeiten. Das kann sein Krypto oder Aktien oder Rohstoffen. Aber trotzdem, sie können monatlich von 15-20% verdienen von ihrer investieren. Erste Monat bekommen sie Probezeit, wie gesagt. Sie können anfangen mit minimaler Anlage. Ja. Und dabei nach dem ersten Monat, sie können selbst entscheiden, möchten sie mit uns weiterarbeiten oder die ganze Summe von ihren Investieren schon mit Gewinn auszahlen lassen. Aha. Okay, wir haben ganz verschiedene Zahlungsmethoden mit Kreditkarte, Master, Visa und Bank, per Banküberweisung. Was liebe für Sie? Das Beste nehme ich da. Per Banküberweisung oder? Wenn Sie sagen, das ist das Beste, dann nehme ich das. Ja. Und was liebe für Sie mit per Banküberweisung oder? Na, wenn Sie sagen, das ist das Beste, dann nehmen wir das. Okay. Mhm. Und benutzen Sie WhatsApp? Nee. E-Mail? Adresse? Sowas habe ich, ja. So, dann schicke ich per Ihre E-Mail unsere Bankdaten. Aha. Und wenn Sie Banküberweisung machen, können Sie bitte ein Foto schicken per E-Mail. Warum? Dann wir schnell aktivieren Ihren Account. Ja, und wozu brauche ich da ein Foto? Ja, genau. Foto von Banküberweisung. Und wozu? Dann wir können Ihren Account, alles Konto schneller aktivieren. Und wir müssen nicht von 2-4 Tage warten. Ach, die kann ich warten, die 2-4 Tage. Ja. Da kann ich warten. Geld ankommen. Dann warte ich so lange. Okay. Ist es Ihre E-Mail-Adresse? Lola Lili @googlemail.com. Ja. Okay, super. Dann schicke ich per E-Mail unsere Bankdaten. In welche Summe müssen Sie empfangen? Was, welche Summe ich empfangen möchte? Ja. Keine Ahnung, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Kommt drauf an, wie viel ihr mir geben wollt. Sie können von 15-20% verdienen von ihrer investieren. Aha. Und mit welcher Summe müssen Sie anfangen? Wie? Und? Ja, weiß ich nicht, wie viel muss ich denn? Sie können mit 250 Euro anfangen, oder 500 oder 1000 Euro. Das ist, Sie müssen selbst entscheiden, mit welcher Summe Sie anfangen. Ja, dann nehme ich erstmal 25 Euro. 220 Euro am besten? Nee, 25 Euro. So, 250 Euro? Nee, 25. So, ich habe schlecht gehört. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen und wiederholen? 25! Haben Sie es jetzt verstanden? Ein bisschen schlecht. Tja, dann sollten Sie sich die Ohren waschen. So, 25. Genau. Aber bei uns minimale Anlage 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, das soll ich entscheiden. Habe ich jetzt getan. Die Entscheidung steht fest. Ich habe gesagt, Sie können mit der minimalen Anlage 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Oder mit, Sie haben mich gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Nein, haben Sie nicht. Sie haben gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Habe ich jetzt gesagt. Aber verstehen Sie, ja, Sie können mit 25 Euro anfangen, aber verstehen Sie, Sie verdienen gar nichts monatlich. Ja, es reicht ja erstmal zum Probieren. Wenn Sie rechnen, 25 Euro. Ja, mehr nimmt man ja eh nicht pro Trade. Und 20%, nimm bitte 20% von 25 Euro. Und ja, ich bleibe trotzdem bei dem, was ich gesagt habe. Nehmen wir erstmal 25 Euro. Aber bei uns die minimale Anlage 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben mich gefragt, wie viel ich einzahlen möchte, und ich habe gesagt 25, und dabei bleibe ich. Nee, ich
Ich habe gesagt, können mit Minimalanlage entfahren gehen. Nein, haben Sie nicht gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt. Oder 1000, ja. Ja, das haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht die 250 Euro? Oder ist das schlecht, ist das eine große Summe für Sie? Das geht Sie doch nichts an. Wenn ich sage, ich nehme 25 Euro, dann bleibe ich dabei. Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen würde. Habe ich Ihnen jetzt gesagt? Ich habe gesagt, dass Sie können mit meinem... Machen Sie jetzt Spaß oder wie? Wollen Sie mich jetzt hier veräppeln? Finden Sie das lustig? Sind Sie YouTuber? Wollen Sie mich auf YouTube stellen? Wollen Sie mich verarschen oder wie? Sie sind bestimmt YouTuber und wollen mich verarschen. Da bin ich mir sicher. Ich habe gesagt, dass... Ja, Sie sind unseriös. Sie sind unseriös. Sie machen Spaß. Ich denke, dass Sie... Nee, Sie sind unseriös. Sie machen Spaß. Das kann so nicht sein. Sie müssen auch mal bei einer Ihrer Aussagen bleiben. Kann ich ja nichts dafür, wenn Sie Ihren Job nicht vernünftig machen können. Ich verstehe nicht, Herr Lips, warum haben Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen unter unserer Werbung und jetzt Sie macht Spaß mit mir, ja? Nee, Sie machen ja Spaß mit mir. Sie sind hier der Übeltäter. Ja, aber warum? Ja, und warum machen Sie Spaß mit mir? Ja, aber warum? Finden Sie das lustig? Aber finden Sie das irgendwie witzig? Wollen Sie mich hier vereiern am Telefon und meine Zeit stehlen oder was? So. Also ich finde, Sie sollten Ihren Job schon vernünftig machen. Geben Sie mir mal Ihren Chef, ich möchte mich bei Ihrem Chef beschweren. Geben Sie mir bitte... Oh, ich habe gedacht, ich spreche mit der Frau Ela Ulrich, aber da bin ich ja wahrscheinlich falsch verbunden. Sie sind der Herr? Ja, der Herr Ulrich. Ach, der Herr Ulrich. Okay, Herr Ulrich. Kann ich bitte die Frau Ela Ulrich sprechen? Nee, die ist abgekratzt. Die ist abgekratzt? Ja. Wie meinen Sie, die ist abgekratzt? Ich verstehe Sie jetzt nicht so gut. Ja, ist verreckt. Gibt's nicht mehr. Ist verreckt? Oh, wie traurig. Nö, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass die Alte weg ist. Aber worum geht's denn? Um Kryptocoin. Ach so. Kann man da Geld verdienen, oder wie? Ja, Sie haben sich ja selber registriert. Dann sollten Sie doch eigentlich wissen, worum es geht. Ach nee, die Frau Ella. Ja, die verreckt ist. Okay. Dann haben Sie bestimmt finanziell, wie sieht's aus bei Ihnen? Sagen Sie mir mal ganz kurz. Ja, jetzt damit ich weiß, ob ich jetzt weiß, dass Sie informieren soll oder nicht. Jetzt sieht's wieder ganz gut aus. Jetzt ist ja die Olle weg, jetzt haben wir geerbt und so. Jetzt haben Sie geerbt. Jetzt sieht's gut aus. Okay, jetzt wollen Sie investieren in Krypto. Nur wenn Sie sagen, das kann man da machen, dann ran damit. Ja, natürlich kann man das machen, denn heutzutage kann man ja sehr viel Geld verdienen online mit Bitcoin. Das wissen Sie ja auch. Sowas habe ich gehört, ja. Okay, also Sie haben Interesse. Also die Frau Ella hatte Interesse gezeigt, aber Sie möchten jetzt, dass wir an Bitcoin fortsetzen mit dem Onlinehandel und mit der Aktivierung Ihres Handelskontos. Und möchten Sie alleine handeln, selbstständig oder vielleicht mit einem Account Manager oder automatisch mit einem Roboter oder wie möchten Sie handeln? Na, was ist denn da besser? Ja, besser ist natürlich automatisch handeln. Das würde ich Ihnen auch gerne raten. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben im Onlinehandel, dann automatisch wäre für Sie am besten. Aber Sie können ja natürlich auch selbstständig handeln, wenn Sie schon Erfahrung haben. Haben Sie denn schon Erfahrung? Sie haben mir gar nichts gesagt bis jetzt. Nee, gar nicht. Also habe ich keine Erfahrung. Gar nicht, keine Erfahrung. Okay, dann werde ich Sie weiter informieren. Also, Sie können natürlich mit einer Summe anfangen, Minimalsumme von 500 Euro zum Beispiel. Oder wenn Sie möchten auch etwas, ist ja auch logisch, wenn man mit einer größeren Summe anfängt zu handeln, dass man auch mehr verdient. Und zum Beispiel mit 1.000 Euro, wenn Sie anfangen, online zu handeln, dann können Sie zum Beispiel tagtäglich, so wie sich die Kurse ändern, so um die 50 Euro am Tag verdienen. Was meinen Sie? Ja, und 50 Euro ist ja ein bisschen wenig. Kann man da nicht irgendwie das mal mehr verdienen? Was ich noch fragen wollte, so zwischendurch, tut mir leid, dass ich Sie unterbreche. Frau Ella Ulrich, wann ist Sie denn verstorben? Wann war denn das? Das ist jetzt vor 4 Tagen passiert. Oh, das ist ja noch ganz frisch. Und die Frau Lilly Lips, was ist mit ihr? Das war das die erste
Ehefrau, die verstorben ist. Oder ich verstehe jetzt gar nichts mehr, weil ich melde mich bei Ihnen schon mehrmals und irgendwie, das sind dann immer die gleichen Geschichten, die Sie mir erzählen. Die Frau Lilly Lips kenne ich nicht. Lilly Lips kennen Sie echt? Nee, das sagt das war doch die erste, die verstorben ist. Nee. Oder vielleicht, keine Ahnung, eine Bekannte. Nee, auch nicht, die kenne ich gar nicht. Und Trevor Osmonek, war das Ihr Onkel? Nee, das sagt mir auch nichts. Aber ich weiß ja nicht, was meine Alte da alles am Computer gemacht hat. Und Knusprig, was war das? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Wie gesagt, ich habe ja gar nichts mit Ihnen zu tun gehabt bis jetzt. Doch, wir haben schon mal was zu tun gehabt miteinander. Denn unter verschiedenen Namen haben Sie sich hier registriert, aber die gleiche Telefonnummer. Das ist ein bisschen komisch, denken Sie nicht? Kann ich Ihnen nicht sagen, was da jetzt ist. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Was wird hier abgespielt, Herr Ulrich? Oder wie auch immer Sie heißen. Was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich kann da bei Ihnen jetzt irgendwie investieren, aber... Natürlich, es geht ja um eine Investition. Aber ich möchte ja wissen, mit wem ich zu tun habe, denn ich kann doch nicht jetzt einfach, Sie zu etwas, informieren und Sie haben irgendwie hier mehrere Identitäten. Nö, ich habe ja nur eine. Nein, haben Sie nicht. Doch, ich bin Gerald Ulrich. Gerald Ulrich. Ja. Okay, weil Sie haben ja die gleiche Nummer eingegeben, mehrmals, Lilly Lips, wie gesagt, ich habe ja gar nichts Osmonek, eingegeben. Loris, Knusprig, und das ist überhaupt gar nicht witzig. 5 Minuten, Dankeschön. Viel Spaß noch, schönes Wochenende, Tschüssi. Was ist denn mit Ihnen jetzt nicht richtig? Haben Sie irgendein Problem? Ah? Hallo, schönen guten Tag. Tag. Ja, ich rufe von der FX Academy, es geht um den Finanzmarkt, um Trading. Aha. Interessieren Sie sich dafür? Nun möchten Sie nicht erstmal sich vorstellen? Ah ja, oh Entschuldigung, ich habe vergessen. Richter ist mein Name. Okay. FX Academy, ja. Sie interessieren sich doch dafür, Sie Trading, oder? Nee. Ach nee, nicht. Oh. Woher habe ich dann Ihre Nummer? Weiß ich nicht. Sollten Sie doch eigentlich wissen. Mir wurde gesagt, dass Sie sich interessieren. Wer hat denn Ihnen das gesagt? Unsere Marketingabteilung. Aha, und wer genau? Der Hans, der bringt mir jeden Morgen die Listen von Menschen, die Interesse gezeigt haben. Und die haben sich früher interessiert und Interesse verloren oder weil... Ja? Nee. Sie wissen, was Trading ist, oder? Nee. Und Sie wissen nicht, was Trading ist? Ja. Ach doch, wissen Sie, ja. Nee. Wir arbeiten, okay, das ist, wenn man investiert. Aha. Und Profit macht. Aha. Nur, es gibt also regulierte Plattformen, nicht regulierte. Auf nicht regulierten Plattformen sollte man gar nicht investieren. Also investieren tut man nur auf regulierten Plattformen. Das wissen leider die meisten Menschen nicht. Und deshalb, also gibt es viele Betrüger und schlechte Erfahrungen und so weiter und so weiter. Also, wir sind ein Handelsunternehmen, eine Akademie, wir edizieren ein bisschen Menschen auf und arbeiten gleich auch mit einer regulierten Plattform. Hören Sie mich? Ja. Falls Sie sich entscheiden sollten zu investieren, also wir können Ihnen das alles auch zeigen, erklären, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt. Muss nicht sein, dass Sie heute investieren, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Sie bekommen von uns eine Kontaktnummer, dass Sie auf uns zurückkommen können, wenn Ihnen das gefällt, was wir machen. Wie klingt das für Sie? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Möchten Sie eine Chance geben, einfach mehr darüber zu erfahren? Nee. Sie interessieren sich doch für Trading. Heutzutage interessieren sich, mehr als jeder zweite Mensch. Also Finanzmarkt beobachtet jeder. Jeder möchte ein bisschen Profit machen. Aha. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten? Nee. Zum Beispiel, sehr wichtig, also dass Sie über Regulation auch wissen, mehr wissen, falls Sie sich einmal entscheiden sollten, zu investieren. Was sagen Sie? Muss man bei Ihnen jede Frage 3 oder 4 Mal beantworten? Ja. Ach so. Also kein Interesse. Sie haben kein Interesse für Trading. Die habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Schade. Ja. Aber vielleicht interessieren Sie sich nicht, weil Sie sich da nicht auskennen. Sie wissen gar nicht, was Trading ist. Ja und? Muss ich auch nicht wissen.
Müssen Sie nicht, aber es wäre doch schon ein bisschen Geld nebenbei, was zu verdienen. Ich weiß nicht, was Sie beruflich machen. Was machen Sie denn beruflich? Ja, nix. Gar nichts. Ja. Und wenn ich Geld verdiene, dann nimmt mir das Amt das eh weg. Also brauche ich gar nicht mehr verdienen. Ach so. Ja. Und wofür nimmt Ihnen das Amt weg? Na, wenn man mehr als 165 Euro dazu verdient, kommt ja das Amt und macht die Hände auf. Oh Gott. Ha. Ja. Und dann habt ich hier lieber schön rum und hab nichts. Ist doch besser. Ja. Ich kann schon verstehen, was Sie meinen. Aber wenn Sie Trading machen, zum Beispiel, dann weiß das Amt gar nichts davon. Ja. Oder? Da weiß ich nichts von, ne. Ja, da kann er, also bekommt er nichts davon, also mit, also vielleicht für Sie dann eine Möglichkeit, ja nur so, Sie entscheiden, vielleicht eine Möglichkeit, ohne dass der Amt weiß, etwas zu verdienen, ein bisschen Kohle machen. Ja, das kriegen die ja mit, die gucken ja aufs Konto, die wollen ja mal Kontoauszüge haben. Kontoauszüge, warten Sie, ich denke ein bisschen... Ja, man sieht ja schon, wenn Sie zum Beispiel auszahlen von der Plattform und dann auf Ihr Konto, Bankkonto, dann sehen Sie das. Ach so, wollen Sie mir gerade helfen, Schwarzgeld zu verdienen? Nein, das ist kein Schwarzgeld. So funktioniert der Finanzmarkt. Ja, aber wenn wir es vom Arbeitsamt verstecken wollen, dann ist es ja schwarz. Ja, ich möchte ja nicht, dass Sie verstecken. Nur die müssen nicht alles wissen. Aber, okay. Aber verdienen möchten Sie doch, oder? Nö, weil dann kommt das Amt und hält die Hände auf. Und da kassiere ich lieber mein Hartz IV und lege die Füße hoch. Verstehe. Aber trotzdem, naja. Aber was bekommen Sie denn? Hartz IV, was bekommen Sie denn monatlich? Na, insgesamt mit Miete, Strom und Heizkosten sind wir so bummelig bei 1000 Euro. So plus minus ein bisschen. Und, ja, sind Sie bei uns investiert, man 500 Euro. Ja, so viel habe ich gar nicht. Ja, obwohl, wenn investieren bedeutet bei uns also, es wird ein Handelskonto eröffnet und eigentlich gehört es, Sie überweisen von Ihrem Bankkonto auf das Handelskonto und das ist immer noch Ihr Geld, also nur nicht auf dem Bankkonto, sondern auf dem Handelskonto. Jederzeit können Sie auszahlen. Wenn Sie was brauchen, also nur mit einem Klick. Ja, aber wenn ich das von dem einen Konto aufs andere Konto packe, habe ich ja nichts mehr zu fressen. Verstehe schon, aber zum Beispiel, wenn Sie noch ein bisschen was haben und zum Beispiel eine Woche nichts brauchen, dass diese 500 Euro nicht brauchen, in einer Woche kann sich schon etwas verdienen. Und dann zahlen Sie zum Beispiel, verdienen Sie 70, 80 Euro oder was weiß ich. Ja, was aber erstmal muss ich ja gucken, dass wir davon einen neuen Fernseher bezahlen. Wir haben hier Finanzberater, also wir können das mal vielleicht, können Sie das mal ausrechnen mit Ihnen, ob das möglich wäre, dass Sie so auf Handelskonto überweisen und versuchen, was zu verdienen. Wenn Sie auch nicht verdienen, also dann kriegen Sie Ihr Geld, also mit einem Klick auf Auszahlung überweisen Sie es wieder auf Bankkonto und nehmen das Geld und machen damit, was Sie möchten. Vielleicht einfach mal ausrechnen, ob da eine Möglichkeit ist. Ja, wenn wir uns den Fernseher gekauft haben, dann kann ich ja mal ein paar Euro an der Seite legen. Genau, bezahlt ja alles schönes Amt. Okay. Dann reden Sie einfach mit den Kollegen. Sagen Sie ihnen also Ihre Lage und so alles. Ja? Okay, der ist Experte für Finanzen und so. Und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, ne? Ja. Ja? Okay, kleinen Moment. Ja. Sie wollen mir jetzt dabei helfen, das Arbeitsamt zu bescheißen. Wie ich das mit dem Geld umgehen kann, trotzdem Geld investieren kann. Und kleinen Moment. Braucht das mein Konto für ihn. Okay, ich dachte jetzt 10 Minuten, dass ich... Ich gebe sie dann weiter an den Kollegen, dann sagen sie, was sie genau monatlich bekommen und dann rechnet er das aus und
Dann schauen Sie, ob Sie vielleicht auch investieren können, ja? Alles klar. Ja, alles klar. Dann noch kurz dranbleiben. So, nun kommt noch wer anders, der beim Betrug hilft. Hallo, grüß Gott. Hallo. Lukas Ivanov hier am Apparat, FX Academy. Mit wem habe ich das Vergnügen? Hier mit dem Herrn Lips. Wie bitte? Herr Lips. Herr Lips? Sag ich das richtig? Ja. Grüße Sie, Herr Lips. Sie haben ja gerade mit der Frau Richter gesprochen. Ich schätze Sie, also die hat Ihnen schon alles mehr oder weniger erklärt, nicht wahr? Ja, die hat gesagt, Sie wollen dabei helfen, wie ich das Arbeitsamt bescheißen kann. Wie Sie, was? Na, die hat gesagt, Sie sagen mir jetzt, wie ich das Arbeitsamt bescheißen kann, weil ich will das Geld ja schwarz an der Seite verdienen. Ich krieg ja Geld vom Amt. Ja, ich weiß. Also Sie bekommen was Hartz IV. Ja. Ja, okay. Und Sie sind jetzt der helfen kann, dass wir bescheißen können. Naja, also, 1000er pro Monat. Ja, ungefähr, ja. Das zahlt der Staat. Da lege ich schöne Füße hoch. Aber ich habe schon der Tante gesagt, erstmal kaufen wir uns einen neuen Fernseher. Und wenn wir den erspart haben, dann kann ich ja bei euch was einzahlen. Ja, natürlich. Und genau deswegen, also. Ich meine, für einen anständigen Staat brauchen Sie ja hier um 500 Euro. Ja, so viel habe ich ja nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja. Weil Sie Hartz IV-Empfänger sind, ne? Ja. Und dann denken Sie mal darüber nach. Also wie können Sie eigentlich an diese 500 herankommen? Keine Ahnung, ich kann ja irgendwo was klauen. Das geht auch, also von mir aus. Wer weiß, ne? Aber auf jeden Fall kann man ja richtig gut Geld machen, und zwar mit Online-CFD-Handeln. Kennen Sie sich dort vielleicht ein bisschen aus? Nee, gar nicht. Gar nicht? Naja, dann sind Sie an der richtigen Stelle. Hier können Sie alles herausfinden. Ja, aber das sieht man dann nicht, wenn das ausgezahlt wird. Können wir das irgendwie auf ein fremdes Konto dann auch auszahlen, dass das Amt das nicht mitkriegt? Ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn Sie Freunde oder Nachbarn haben, also dann können Sie in Ihrem Namen Konto öffnen. Also die können ein Konto öffnen und dann geht es ja durch. Das sind ganz normale SEPA-Überweisungen. Ja. Also wie Sie auch ihr Geld bekommen. Also und dann können die mir das bei der Bank. Dann können die mir das Geld schwarz weitergeben. Das muss ja alles durch die Bank gehen, also den Regeln nach. Ja, aber bei mir darf das nicht auf dem Konto sein, weil sonst sieht das Arbeitsamt. Ich weiß. Also dann kann es ja, falls Sie Freunde haben, dann denken Sie mal darüber nach. Sie sollten eine Lösung finden, schätze ich. Ja, das geht. Na, also dann kann jemand von Ihnen Verwandten oder Freunden ein Handelskonto hier öffnen. Und Sie machen die Investition dann zusammen. Ist mir eigentlich egal. Aber es wird ein Konto und es werden dann ganz normale SEPA-Überweisungen und dann geht die Auszahlung zurück, also immer an die Quelle der Investition, also an das Bankkonto. Ach so. Und danach machen Sie ja, teilen Sie sich die Gewinne, wie Sie wollen. Ja. Das hat nichts mit uns zu tun, ne? Also. Jetzt haben Sie die Antwort. Jetzt können Sie ja darüber nachdenken. Ja. Fragen Sie jemanden, ja, wie Sie die 500 zusammenkratzen können. Und heutzutage ist es besonders gut, am Markt zu handeln. Sie wissen ja, was jetzt alles in der Welt passiert. Beispielsweise mit dem Rohölpreis, ne? Also, es ist wirklich verrückt. Wir haben die Hände voll heutzutage. Und, ich glaube, Sie werden auch von dem begeistert, wenn Sie sich ja endlich dafür entscheiden, einen Start zu machen. Ja. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Herr Lips. Sie wissen ja, was Sie tun sollen, was Sie wollen. Können wir in Kontakt bleiben, wenn Sie bereit sind, dann, damit wir über Geschäfte reden. Falls nicht, dann wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg im Leben. Und wann rufen Sie da nochmal an? Das hängt davon ab, was wir vereinbaren. Ja, ein bisschen Zeit brauche ich ja. Wir wollten ja erstmal das Geld für den Fernseher rausschleudern. Dann würde ich sagen, so in 2 Monaten? Ja, kann sein. Ja, okay. Ja, vielleicht werden wir mal ab und zu durchklingen und zu sehen. Ja. Vielleicht finden Sie das Geld auf der Straße, wer weiß. Okay. Ja, ich habe ja schon gesagt, hier laufen ja so viele Rentner rum, vielleicht klaut man einfach irgendwo mal eine Handtasche. Was? Wer weiß, ja. Ja, vielleicht kommt ja noch irgendwo ein Geldsegen vorbeigelaufen, wo man einfach nur zugreifen muss. Ja, also viel Erfolg damit. Ja. Und
Bis denn. Ja, und die Frau Richter will Ihnen noch etwas sagen. Also, ach so, ja. Wiederhören. Hallo, Herr Litz. Ja. Ja, hallo. So, ich wollte noch mal kurz, sind Sie in der Nähe von einem Computer, also PC, Laptop, irgendetwas? Nee. Handy mit Internetanschluss haben Sie aber? Nur so ein altes, ja. Okay, also Google können Sie öffnen, mich auf Lautsprecher machen und kurz, dass Sie auf unserer Webseite noch gehen. Ja. Damit wir in Kontakt bleiben. Okay. Wo muss ich drauf? Dann buchstabiere ich ihn. Ja. Also www. Ja. Und dann F wie Friedrich, X. A, C, A. Ja. César Anton. Dora Emil. Ja. Martha Y. Ja. Punkt. Ida Otto. Ja. So mit so einem grünen Pfeil. Sehr oft, bitte? Mit so einem grünen Pfeil. Das ist es. Und in der Mitte sehen Sie ein orangenes Register. Ja. Sehen Sie das? Okay, dann bitte einmal draufklicken. Und kurz ausfüllen. Also Name, Nachname, Mailadresse und Telefonnummer. Ich dachte, das steht schon drin. Wie steht schon drin? Na, Sie rufen noch mich einmal, doch an. Füllen Sie das noch kurz. Ja, genau. Ja. Füllen Sie das noch einmal aus. Und wo Agent steht, schreiben Sie bitte Richter, mein Name. Ja. So. Ach du Gott. Das Landchen noch suchen. Ja, Manu. So. Und meine Telefonnummer, die ist denn die neue. So. Ja, habe ich gemacht. Super, auf Register Now klicken. Ja, und jetzt steht hier, thank you for becoming a member und so weiter. Ja, super, das ist, was Sie mit unserer Akademie sind. Okay, dass wir in Kontakt bleiben. Ich weiß nicht, wie Sie es mit den Herrn Lukas vereinbart haben, wie Sie verblieben sind. Melden Sie sich bei Ihnen oder meldet er sich dann nochmal bei Ihnen? Na, der sagte, ihr ruft ab und zu mal durch und guckt, ob ich das Geld schon habe. Okay. Dann machen wir das so. Okay, super, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Litz, und alles Gute, ja? Ja, tüdelü. Und ich hoffe, wir finden eine Lösung für Sie, okay? Dass Sie auch schön was verdienen. Ja. Danke dann. Tschüss. Wiederhören, tschüss. Hallo? Guten Tag, bin ich mit Herr Feiner? Jo. So, freut mich, Sie zu erreichen, Frau am Apparat. Ich bin dabei, Ihnen weiterhin zu helfen, das Konto zu aktivieren, Herr. Was ist denn für ein Konto? Ja. Haben Sie Zeit, das Handelskonto zu aktivieren? Ja, was ist denn für ein Handelskonto? Online zum Traden. Was ist mit, das? Mit Kryptowährungen, mit Davismark und Forexmark. Aha, kenne ich nicht. Können wir das Konto aktivieren, Herr? Ja, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Das ist doch Handelskonto, online zum Traden auf der Börse. Da kenne ich mich nicht mit aus. Also, machen Sie keine Sorge. Sie werden einen Berater bekommen oder Sie können auch automatisch handeln. Und was habe ich davon? Also, das Minimalbetrag steht auf 350 Euro. Der Berater ist kostenlos. Der automatische Roboter ist auch kostenlos. Aha. Und was habe ich davon? Ja. Also, in einem Monat können Sie zwischen 600, 900 Euro verdienen, mit 250 Euro. Aha. Also 2 bis 3 offene Positionen werden am Tag geöffnet und geschlossen. Glauben das viele Leute? Ja. Das ist sehr tragisch. Ja. Und haben Sie Zeit, das Konto zu aktivieren, Herr? Okay. Möchten Sie mit einer Kreditkarte einzahlen oder Überweisung machen? Weiß ich nicht, geht da auch PayPal oder so? PayPal geht auch? Ja. Okay. Dann öffnen Sie Google Tab. Machen Sie das über Ihr Computer? Dann muss ich das mal anmachen. Okay, machen Sie dann an. Benutzen Sie vielleicht AnyDesk? Nee, was ist das? Das ist AnyDesk-Programm. Also, man kann sich verbinden. Also, ich kann mich mit meinem Computer, mit Ihrem Computer verbinden, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Nee. Also, wenn Sie möchten, wenn ich nicht. Nee. Okay, kein Problem. Ist dann Ihre Computer an? Der fährt gerade hoch. Okay. Haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich her? Computer einschalten, ja. Nee, mit auf der Börse. Haben Sie bis jetzt gehandelt mit Aktien oder Bitcoin? Nee.
Noch keine Erfahrung. Okay. Wenn der Computer angeschaltet ist, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja. Arbeiten Sie was? Was? Arbeiten Sie was? Ich verstehe es nicht. Haben Sie einen Job? Ach so, ja. Arbeiten Sie etwas? Mhm. Und was arbeiten Sie? Sag ich nicht. Wieso? Das spielt doch keine Rolle. Okay. Warum dauert das so viel mit dem Computer? Ich brauche halt zum Hochfahren. Okay. Vielleicht ist der alt, der Computer, schätze ich. Geht. Ist mir vollgemüllt. Sie haben sich vor 2 Monaten sich registriert. Haben Sie bis jetzt keinen Anruf erhalten? Nee. Sehr interessant. Was denn für Anrufe? Von anderen Firmen. Ich dachte, ich habe mich bei euch registriert. Warum kriege ich denn von anderen Firmen noch Anrufe? Das ist Ihr erster Anruf mit mir? Was? Das ist Ihr erster Anruf mit mir? Ich kenne Sie doch gar nicht. Aber das ist das allererste Anruf von mir. Sie haben von niemandem einen Anruf erhalten. Nicht, und welche Plattformen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, aber ich dachte, meine Kollegin hat sie angerufen, deshalb habe ich nachgefragt. Nee. Okay. Vielleicht war der ganz andere Steiner. Herr Steiner. So, ich habe den Computer jetzt an. Okay. Schreiben Sie MV Martha? Haben Sie ins Telefon Otto? Gerülpst? Hm. Sie haben ins Telefon gerülpst, das ist ja eklig. Warum machen Sie sowas? Nein, mache ich das nicht. Ich hab's aber gehört, Sie haben gerade ins Telefon gerülpst. Nee. Doch. Hab ich nicht. Haben Sie ja sogar bejaht. Nein, ich trinke Wasser. Gerade trinke ich Wasser. Ja, aber Sie haben gerade ins Telefon gerülpst. Haben Sie eben wie Martha geschrieben? Oh, wie Otto? Ja. Wieso sind Sie denn so langweilig? Ja, sagen Sie doch. Was ist denn da Ihr Problem hier? Nein, doch, das ist ein Nee. Okay. M wie Martha, O wie Otto, wie ein O wie Otto, N wie Nordpol, C wie Paula, A wie Anton, Y. Nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Okay. Was haben Sie da eingegeben? Ein M. M. Und ja. Ein O wie Otto? Ja. Ein O wie Otto noch einmal? Ja. Ein N wie Nordpol? Ja. P wie Peter? Ja. Paula? Mhm. A wie Anton, Y. Munpei. Genau. Okay. Was sehen Sie vor? Nur die Google-Suchergebnisse. Mhm. Und nun? Klicken Sie auf das erste, moonpay.com. Ja. Sehen Sie, wo steht Betrag 300? Nee, wo denn? Bei Crypto vielleicht. Ach da, Okay, klicken Sie drauf. Ja. Jetzt sehen Sie bei Betrag 1000 Euro? Nee, da steht 0. Was steht da? Na 0. Bei Betrag. 0. Dann geben Sie 1000 Euro. So viel? Ja. Habe ich drin. Okay. Und dann fortfahren. Oder geben Sie am besten 5000. Warum? Einfach. Kriegen Sie da mehr? Kriegen Sie da mehr Provision? Richten Sie. Ja, genau. Also wir verdienen von spät. Das ist zwischen Kauf und Verkauf. Mhm. Richten Sie mit 1000, 5000 oder 10.000 anfangen. Schämen Sie sich manchmal ein bisschen? Nee. Nee. Das ist Ihre Entscheidung, ich frage Sie. Naja. Ich denke, 250, 1000, 500, 10.000, 5.000. Finden Sie das in Ordnung, so die Leute zu bescheißen? Nein. Ja, aber warum machen Sie das denn? Haben Sie mich erkannt? Du scheiß YouTuber. Ich habe dich ganz genau verarscht. Du dachtest jetzt, oh, ich habe jetzt einen Agent, den kann ich gern verarschen, ne? Naja. Verschwendest aber du bist eingefallen. Verschwendest ja ich deine Zeit. Ich hab dich die ganze Zeit verarscht. Ist ja nicht schlimm, aber du hast ja deine... Die ganze Zeit dich verarscht. Ja, ist ja nicht schlimm, aber du hast ja deine Zeit verplant. Du hast null, also gar nichts mehr was. Null. Doch. Prozent. Gar nichts mehr was. Nein. Doch. Deine Zeit habe ich ja erreicht. Zeit sowieso. Ich hab langweilig hier und hab dich angerufen. Ja, kostet aber deiner Firma Geld. Und das Verplempern war ja damit. Ja. Also sowieso verdiene ich Geld, weil ich telefoniere seit 10 Minuten mit dir und jede Minute verdiene ich 20 Euro. Das glaube ich nicht. Ja, glaubst nee, auch. Das ist Quatsch. Müsst auch nicht glauben. Müsst auch nicht glauben. Das glaubt ja aber auch keiner von den Zuschauern. Die lachen dich alle aus. Ja, ja, ja. Eigentlich blamierst du dich nur mit deinem Anruf.
Dein Zuschauer hast du den gekauft, ne? Auf jeden Fall werden die alle nichts mehr bei dir einzahlen. Werde ich nicht mal, bin ich auch nicht dumm, ne? Na doch, scheinbar schon, weil du machst ja so einen Job. Weil was anderes kannst du ja scheinbar nicht. Nö. Ja, verdiene ich doch Geld. Das ist aber dreckiges Geld. 20 Euro pro Minute verdiene ich. Das glaube ich nicht. Das kriegst du höchstens am Tag. Musst doch nicht glauben. Ich sag's dir nicht. Das kriegst du höchstens am Tag. Ja, ich kenne eure Anzeigen, wie viel Geld ihr verdient. Ich kenne die ganzen Facebook-Anzeigen. Da stehen die Gehälter von euch drin. Du bekommst kein Geld. Ich verdiene doch 20 Euro in Minute. Ja, genau. Und du verdienst dafür einen Monat 20 Euro von deinem Zuschauer. Oh, herrlich. Goodbye, Show. Betrüg mal weiter die Leute. Du solltest dich was. Irgendwann landest du auch im. Irgendwann landest du damit im Gefängnis. Das schwöre ich dir. Ja. Kannst du auf deine Mutter schwören? Ja, genau. Du wirst irgendwann deine Rechnung noch dafür bekommen, dass du die Leute betrügst. Schwöre auf deine Mutter. Ja. Schwöre. Du wirst deine Rechnung noch bekommen. 20 Euro im Minute, du Ja, Arsch. Bestimmt. Muss doch nicht glauben. Also du kannst ja nicht mal vernünftig sprechen. Glaub doch nicht. Mir ist doch scheißegal, was du denkst. Ja, genau. Ich mach meinen Job. Genau, deswegen wiederholst du es ja auch 10-mal, weil es dir scheißegal ist, ne? Und bleib ruhig. Ja. Mal alles tun. Nimm Platz. Du bist Reuter so peinlich. Hund, genau. Ja. Nimm Platz, Hund. So braves Hund bist du ja. Wenn du 20 Euro die Minute bekommst, wie viel Geld bekommst du denn am Tag? Gutes Hund. Ah, das kannst du also nicht ausrechnen, oder was? Nö, kann ich. Ja, genau. Soll ich dir auch nicht sagen, weil das ist sehr, sehr zu viel Geld, in deinen Tag zu verdienen, wie ich. Du bist so armselig. Richtige Arsch haben, so wie mein Job zu haben. Ja, ja. Das ist einfach nur, das ist doch einfach nur erbärmlich, was du da machst. Ja. Irgendwann wirst du deine Quittung dafür bekommen, was du machst. Leck mich am Arsch. Das kannst du aber vergessen. Ja. Ich lecke keine dreckigen Frauen, das ist ja ekelhaft. Sowas Ungewaschenes da am Telefon. Das ist ja Mundgulli bis hierher. Doch. Kannst du mich gerne am Arsch lecken? Nee, das wird nicht passieren. Doch. Nein. Doch. Ja, dann komm her. Du verdienst Geld, ich verdiene Geld pro Minute, das ist so geil. Ja, ich verdiene auch pro Minute. Ja, aber nicht so wie ich. Naja, doch, definitiv mehr, weil deine 20 Euro, die stimmen ja nicht. Doch. Muss doch nicht glauben, habe ich dir doch gesagt. Ja, so oft wie du das wiederholst, weiß man ja einfach schon, dass es gelogen ist. Weil wer sowas so oft wiederholen muss... Ja, aber schau mal, du... Genau. Du musst ja nicht glauben. Okay, ja, vielleicht genau. Verdiene ich auch mehr pro Minute. Warum soll ich dir das sagen? Ganz bestimmt. Ich dachte, 20 Minuten pro Minute verdiene ich. Ganz und bestimmt. Und in einem Tag verdiene ich mehr als 5.000 Euro. Das wünschst du dir, ne? Das wünschst du dir mal, ne? Das wirst du aber nie erreichen in deinem Leben mit dem Job, den du da machst. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ja, irgendwann ist die Kohle ganz weg, weil du dafür noch deine Rechnung bekommen wirst. 20 Minuten in 1 Minute. Genau. Das glaubt dir niemand. Doch. Musst du auch nicht glauben. Muss auch keiner glauben. Und deswegen erzählst du es ja 10-mal, ne? Tja. Funktioniert nicht, dass du damit angeben kannst mit deinem lächerlichen Kram. Oh mein Gott. Ist einfach nur peinlich, was ihr da macht. Und ihr solltet euch alle was schämen. Nee, ist nicht peinlich. Doch, das ist peinlich. Also, hättest du auch das gleiche Job, hättest du auch dir gewünscht zu arbeiten, weil du verdienst so auch Geld, ne? Ich hab ja den gleichen Job, aber nur mit dem Unterschied, dass ich die Betrüger betrüge. Du kannst ja schön reden, Mensch. Vielleicht solltest du erstmal vernünftig Deutsch lernen und vielleicht solltest du erstmal die Grundschule, erstmal absolvieren, bevor du überhaupt mit den Leuten sprichst. Weil du kannst dich überhaupt nicht vernünftig, wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Das absolutes Kindergartenniveau, was da von dir kommt. Das ist doch nichts wert, was du da am Telefon erzählst. Das ist doch einfach nur peinlich. Aber du kannst diesen Job nicht arbeiten. Na, warte mal ab. Du hast doch keinen Arsch, diesen Job zu arbeiten. Ja, genau. Du musst doch sehr viel wissen. Weißt du, so asozial wie du kann kein Mensch sein. Und du weißt überhaupt nicht. Nein. Du bist nichts anderes als asozial, desozialisiert und einfach nur widerlich. Ich bin schlauer. Du bist einfach nur ein abartiges, widerliches Wesen.
nichts anderes als eine Kakerlake. Und du bist definitiv keine schlaue Frau. Du bist eine Kakerlake. Und du bist nicht mehr wert wie Müll. Kakerlake-Party. Hm. Oh mein Gott. Einfach und nur. Und wann postest du das Video? Wirst du sehen. Werde ich an alle meine Freunde teilen, damit du ein bisschen Fame bekommst. Vielleicht solltest du dir mal darüber Gedanken machen, dass ich über die YouTube-Monetarisierung sehen kann, wo die Klicks herkommen, ne? Aber zumindest grenzen wir schon mal den Bereich ein, aus welchen Ländern ihr so herkommt. Bleib doch ruhig und jetzt ruhiger ein bisschen. Du bist ja süß. Jetzt bist du ruhig. War alles gut. Auf jeden Fall reicht's schon für ein eigenes Video. Hast du gut gemacht. So ein Applaus an dich, Steiner. Das macht er immer, wenn er die Leute beschissen hat. Ja. Ja, schön. Okay, dann. Vielen Dank. Ich habe sehr gutes Geld verdient von dir. Sechs Minuten. Ja, fast 17. Warten wir bis 17 Uhr. Einfach nur peinlich. 20 Euro pro Minute. 20 Euro pro Minute verdiene ich. Das hättest du gerne, ne? Ja. Ganz bestimmt. Ja, so, warten wir jetzt. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, so ist es halt, ne? Hier ist Lukas Beck. Spreche ich gerade mit dem Herrn Trüger? Was? Spreche ich gerade mit dem Herrn Trüger? Scheinbar nicht, weil ich verstehe nicht, was Sie sagen. Mit wem habe ich Ehre? Mit wem habe ich am Apparat? Ja, den Sie angerufen haben. Aber das ist bei Ihnen so unfassbar laut im Hintergrund, man kann Sie kaum verstehen. Wieso können Sie mich nicht verstehen? Ja, weil Ihre Musik da im Hintergrund sehr laut ist. Was hat damit zu tun, ob der Hintergrund laut ist? Ja, dadurch kann ich Sie kaum verstehen, das hat damit zu tun. Okay, jetzt besser? Nee. Okay, bin ich mit dem Herrn Trüger verbunden? Was? Bin ich mit dem Herrn Trüger verbunden? Nee. Mit wem habe ich die Ehre? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Aber ich habe gesagt, wer mich angerufen habe. Können Sie mir einfach nur sagen, wie Sie heißen? Es wird gar nichts passieren. Da müssen Sie keine Angst haben. Ja, ich kann kaum was verstehen. Das ist ganz, ganz schlecht, die Telefonqualität. Unfassbar laut im Hintergrund und man kann Sie nicht verstehen. Ja, gute Schauspieler sind Sie, ne? Was? Haben Sie eine Macke? Sie sind gute Schauspieler. Was hat das mit Schauspieler zu tun? Bei Ihnen ist es furchtbar laut. Ah, das können Sie schon verstehen. Also, ja, aber es ist furchtbar laut bei Ihnen. Man muss sich extrem anstrengen, um Sie irgendwie zu verstehen am Telefon. Ja, nur haben Sie das Mikrofon aus. Es ist nicht laut. Lassen Sie diese Ausrede. Es ist laut. Hat nichts mit Ausrede zu tun. Bei Ihnen ist es wahnsinnig laut im Hintergrund und man kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Die Akustik ist wirklich furchtbar. Bei Ihnen ist laut. Bei mir nicht. Nee, bei mir ist es nicht laut. Ich sitze bei mir in meinem Büro. Bei Ihnen ist es laut. Bei Ihnen ist laut. Nee. Sie haben schon mich auf Lautsprecher gesetzt und ich kann mich doch hören, also. Ja, weil es bei Ihnen sehr laut ist. Anders versteht man Sie ja nicht. Und ich weiß, dass Sie mich hören können. Ja, aber nur sehr schwer. Hallo? Jetzt besser? Ja, jetzt ist es ein bisschen besser. Okay. Ich wollte den Herrn Trüger sprechen. Sind Sie der Herr Trüger? Ja. Okay. Ich grüße Sie. So. Ich melde mich von der Firma Bitcoin Prime. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich erinnern? Nee. Okay. Sie haben Interesse gezeigt, an Geld zu verdienen online durch Kryptos oder Aktien oder Rohstoffe. Aha. So, deswegen melde ich mich bei Ihnen, weil ich wollte Ihnen nur bei der Aktivierung des Kontos helfen. Aber haben Sie davon schon vielleicht Erfahrung oder schon mal was gehört? Nö. Haben Sie keine Erfahrung? Ja. Hallo? Ja, was denn? Haben Sie schon Erfahrung an Online-Trading? Nö. Haben Sie keine? Okay. Das ist es eine Möglichkeit für Sie, damit Sie Geld gewinnen können. Durch Investitionen online, okay? So, von Bitcoin haben Sie schon was gehört? Nee, was ist das? Bitcoin.
Ja, was ist denn das? Das ist ein Krypto. Aha, und was ist das? Ja, kein Krypto. Wissen Sie, was Krypto ist? Nee. Aber Sie arbeiten da im Büro, also. Nee. Aber Sie haben gerade gesagt, sind Sie in einem Büro? Nee, habe ich nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass Sie in einem Büro sind. Ich habe gesagt, in meinem Büro. Aber Sie haben vor einer Minute gesagt, ich bin im Büro. Ja, in meinem, aber nicht in einem. Ja, aber im Büro sind Sie schon. Ja, in meinem. Okay. Und was machen Sie beruflich, wenn ich mal fragen darf? Das dürfen Sie nicht fragen. Aber ist so geheim? Das geht Sie ja nichts an. Ich frage mal nur. Ich meine, Sie arbeiten für das Geld, oder? Ja, ich arbeite für mein Geld, richtig. Okay, super, das ist sehr schön. Und was haben Sie schon was gemacht bis jetzt in Ihrem Leben? Vielleicht eine Firma gegründet oder Geschäft gemacht? Ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja gesagt, die Frage dürfen Sie mir nicht stellen. Ich stelle Ihnen keine konkrete Frage, sondern allgemein, Herr. Ja, auch allgemein werde ich Ihnen das nicht beantworten. Ah. Okay. Okay, alles klar. Nein, letzte Frage, Herr Trüger. Ich sehe in meinem System, dass Sie schon mal an der Börse investiert haben. Nee, habe ich nicht. Aber hier steht Ihr Name und Ihre Daten alle. Ja, das ist schon mal gemeint. Falsch. Nee, mein System ist nicht falsch. Naja, wenn Sie meinen. Ich denke, dass Sie jetzt nicht ehrlich sind, also. Ja, ich denke, Sie sind nicht ehrlich. Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ich denke eher, dass Sie nicht ehrlich sind. Sie sind ehrlich. Und da sind Sie nicht ehrlich. Ja, was soll denn das jetzt für ein Gespräch werden? Was möchten Sie denn von mir? Ich wollte Ihnen bei der Aktivierung des Kontos helfen, da wo Sie die Anmeldung gemacht haben. Ja, habe ich ja schon gesagt, habe ich nicht gemacht. Aber wie sollte ich dann Ihre Daten haben? Bitte ja, weiß schön, ich nicht, irgendwo illegal eingekauft ist wahrscheinlich. Nee. Wieso sollten wir die Daten einkaufen, wenn die Leute kein Interesse haben? Ja, was weiß ich doch nicht. Naja, Geld schmeißen wollen wir nicht. Sie sind schlau. Sagen Sie mir, wie sollte ich hier Daten haben, falls Sie die Anmeldung nicht gemacht haben? Naja, habe ich ja gesagt, das werden Sie irgendwo illegal aufgekauft haben, den Datensatz. Wozu sollten wir Daten kaufen für Leute, die kein Interesse haben? Ja, weil wir die Leute betrügen wollen. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Doch, das ist schon logisch. So machen das alle Betrüger. Welche Betrüger? Woher wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Naja, bei Ihnen ist es unfassbar laut. Da läuft Musik im Hintergrund und unseriös sind Sie auch noch. Genau, weil das ist ein großes Büro und es ist Wochenende. Ach, und deswegen hat man Musik an. Übrigens ist kein Wochenende, heute ist Freitag. Genau, letzter Tag. Ja, aber deswegen hat man ja keine Musik im Büro an. Es hat gar nichts an Musik mit der Tatsache zu tun. Ja, ist trotzdem unseriös mit Musik im Hintergrund. Nehmen Sie nicht solche schlechte Argumente nicht an, Mann. Aha, ja, ist mir egal, was Sie annehmen und was nicht. Nee, mir ist auch egal, was Sie sagen, dass es ist nicht seriös, weil es gibt Musik. Aha. Was ist das für ein schlechtes Argument? Ja, es ist kein schlechtes Argument. Es ist ein zutreffendes Argument. Ja, das ist das schlechte Argument überhaupt. Aha. Weil es hat gar nichts mit der Tatsache zu tun. Und ja, mit welcher Tatsache denn? Ja, dass Sie mir sagen, dass ich Betrüger bin. Was hat das damit zu tun? Ja, weil nur Betrüger Musik am Telefon haben. Nur Betrüger Musik am Telefon haben? Ja, ein seriöses Unternehmen, was sich von irgendeiner angeblichen Brokerbank verkaufen will, hat keine Musik am Telefon. Haben Sie das gelernt im Kindergarten? Tja, also ihr scheint ja da im Kindergarten zu sitzen bei der Lautstärke, die ihr da habt. Ne, nur Sie haben im Kindergarten gelernt. Aha, okay. Sie behalten sich, als wären Sie schlau und ja. Sagten, ja, Sie ja. Sind betrügt, weil... Ja? Nur wiederholen Sie toll. Sich und hören Sie genau zu. Schön. Sie sind betrügt, weil es Musik. Super! Das machst du aber toll! Behinderte Leute, wie ja. Sie sagen. Fein! Schön! Mensch! Es toll! Es prima! Blablabla! Herr Trüger, Sie sind ein bisschen dumm, aber ein bisschen lustig. Ja!
Ihnen das schon mal gesagt, Ihr Mann? Naja, immerhin bin ich nicht so eine ekelhafte Kakerlake. Was sind Sie nicht? Was haben Sie gesagt? Letzter Satz habe ich nicht gehört. Herr Trüger, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, draußen vor dem Fenster, da steht ein U-Boot. Herr Trüger. Ja. Ich habe gefragt, hat Ihnen bis jetzt jemand gesagt, dass Sie dumm sind? Ja, kann es sein, dass du auch selber ein bisschen unintelligent bist und da irgendwas in deinem komischen Denkgerät da oben fehlt? Herr Trüger. Ja. Herr Dumm. Ich bin nicht der intelligenteste Mensch in diesem Das Land. Stimmt. Und du bist auf jeden Fall ein Betrüger. 100%? Ja, 100% bist du ein Betrüger. Dumm? Ja. Du bist komplett dumm. Ja. Du bist komplett dumm. Ja. Und lustig. Fein. Du bist da lustig. Mensch, du bist aber ein lustiger Betrüger. Dümmer Leute sind da lustig. Nein, das war's schon mit der Kakerlakenparty. Das Hörspiel ist leider schon zu Ende. Wenn du magst, siehst du jetzt hier aber noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, wo du auch gerne nochmal reinschauen kannst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.